Willkommen zu einem neuen Let's Test, Let's Show, irgendwie sowas. Wir spielen Super Bomberman Air Online. Ja, es ist genau das, wonach es klingt, und es ist genau das, was es sein soll. Und zwar, seht ihr, es ist ja so eine quasi Turnierfortsetzung von Super Bomberman Air. Und Nintendo hat es jetzt endlich rausgebracht und es ist so eine Kombination aus Super Bomberman Air und, was soll ich sagen, ja, dieses 35er oder 99er Tetris Gedöns. Und es ist jeder Bomberman dabei und das ist geil. Okay, ihr fragt euch jetzt, warum sieht der jetzt so komisch aus, aber es ist einfach der einfache Blue. Das sind so die Bombermans, die es bisher gibt. Da hat Konami ja schon angekündigt, dass es noch mehr geben soll über den Shop. Ich zeige sie euch trotzdem jetzt erstmal nur immer so hier kurz im Schnelldurchspann. Falls ihr auch Bock drauf habt, dieses Spiel zu spielen. Das Spiel ist momentan kostenlos für alle, die natürlich Nintendo Online Mitglied sind. Ah, Bohnenbomber, wer kennt ihn nicht? Robbie Bomber. Das sind so alles so Kooperationssachen von Konami. Wie man so sieht. Aber gut. Wir gehen jetzt natürlich, wir wollen natürlich auch spielen und so. Und ich will euch natürlich auch zeigen, wie sieht das denn Ganze so aus, was man da spielt. Die Suche beginnt. Also ich habe jetzt mal so ein, zwei Sachen mal probiert. Gucken wir mal, was unter diesen sonstigen ist. Da war ich selber noch nicht drauf. Achso. Deswegen, also, mir gefällt es bisher, weil ich bin ein sehr großer Bomberman-Fan. Und es wurden Gegner für mich gefunden. Um es mal so grob zu erklären, es gibt wie bei, wie soll ich sagen, die Arena. Und davon halt aber mehrere. Wen nehmen wir denn mal so einfach? Wir nehmen den gelben. So, und es gibt halt nicht nur eine Arena, wie so ein normalen Multiplayer-Online-Spiel, wie man das von Super Bomberman erkennt online. Sondern es gibt eine gewisse Anzahl, die man auch wechseln kann zwischen den Runden. Werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Und Ziel ist es halt, als Letzter zu überleben. Hier steht es auch nochmal. Kampf 64 ist ein Kampfmodus, mit dem man gegen 64 andere Bomber gleichzeitig auf verschiedenen Arenen, natürlich die man auch untereinander wechseln kann, kämpft. Und versucht halt am längsten im Leben zu bleiben. Und dabei werden dann immer weniger Gebiete quasi frei bleiben. Die Ladezeiten sind auch sehr lange bei dem Ganzen hier. Was einfach nur daran liegt, dass die Server von Konami nicht die besten sind, leider. Und das Ganze, glaube ich, auch Crossplay sogar ist, im schlimmsten Falle. Das war die Vorstellung der Leute, die mit mir in derselben Arena am Anfang starten. Bei euch wird es wahrscheinlich, wenn ihr das natürlich auch spielen solltet, auch irgendwelche sein oder halt andere. Aber es ist halt schön, dass es so gut animiert ist. Und was auch ganz cool ist, ist gleich die Darstellung der ganzen Sache. Denn ihr seht gleich rechts und links immer so Vierecke einblenden, wo man natürlich die anderen Arenen sehen kann. Da seht ihr das. Es sind genau 16 andere Arenen, die noch zu dieser hier dazu gelten. Oh, meine Bomben sind so ein bisschen bläulich, ja? Wieso sehen meine Bomben so anders aus? Yeah.
coole Bomben. Oh, ich kann schon zwei Bomben nehmen. Und ihr seht ja, dass die jetzt die zum Timer läuft. Die sind wahrscheinlich links unten in der Ecke oder sowas. Okay, das Feld bleibt hier. Wir können mal in ein anderes gehen. Oh, das fällt gleich weg. Das hat rot geleuchtet. Okay, und das war's für uns. Ach. Aber es gibt jetzt auch noch eine schöne Auflistung und es ist mega schwer eigentlich auch so gesehen. Aber gut, wir werden uns nochmal in den nächsten Kampf reinschmeißen. Aber das werde ich bis dahin hin zurechtschneiden, damit ihr seht, die Ladezeiten sind wirklich sehr lang. Also, bis zur nächsten Runde. Ja, da sind wir wieder. Ich habe diesmal rosa genommen. Jetzt gucken wir mal, wie diese Runde läuft. So, da sind einige immer dabei, die sind echt mega gut. Hut ab an die Leute. Ich bin eher so Medium. Bin nicht sogar schlecht. Aber ich schaff's irgendwie trotzdem irgendwie immer relativ gut weit zu kommen. Schon so ein Stachelding. Bleib ich hier. Was war das denn? Ey. Okay. Wenn das nicht schon cheaten ist, ne? Aber okay. Eine Runde machen wir noch. Guck mal, was dann für lustige Leute dabei sind. Also, bis gleich. Ja, wir sind auch wieder. Ich nehme wieder Rosa. Da hat einer den Bohnenbomber. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Runde jetzt läuft. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel bisher gefällt, ob das eine coole Idee ist oder ob das eher so, wo ihr denkt, Konami ist jetzt mal besseres eingefallen. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Vor allem, man muss also erstmal sagen, es ist ja kostenlos, ne? Okay, also wir sind ganz rechts unten in der Ecke von dem ganzen. Und schon so Spezialbomben.
Das war eigentlich Dummheit. Aber okay. Ich sag nur. Ich hoffe, ich konnte euch immer zeigen, dass das auch ein cooles Spiel ist. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, Abo da. Schaut auch in andere Sachen von mir rein. Und vielleicht sehen wir uns auch irgendwo mal auf diesem Schlachtfeld von Super Bomberman R Online. Bis denn!